ich studiere in die Uni, TU Berlin, und ich mache einen Master. Und es macht wirklich Spaß. Es ist sehr schön, hier in die Uni zu studieren. Und ich kenne viele Leute jetzt. Es dauert 2 Jahre, 4 Semester. Ich bin jetzt, ich habe ab Sommersemester angefangen. So, ich glaube, übernächstes Jahr, ja. Am Sommersemester, am Wintersemester ist mein letztes Semester. Ja, und ich glaube, ich kann das schaffen. Zuerst war ich in einem Heim und in einem kleinen Dorf. Ich habe alleine gelernt, ich habe vom Internet gelernt. Danach habe ich eine sehr nette Familie kennengelernt und sie waren wie meine Familie. Und ich habe viel Zeit mit ihnen verbracht. Ich habe zuerst mit ihnen auf Englisch gesprochen. Aber danach habe ich versucht und sie haben mir sehr ausgedrückt. Sie haben mir gesagt, du kannst das schaffen und einfach versuch mal. Und sie waren sehr, sehr nett mit mir, bis ich besser und besser die deutsche Sprache gelernt. Danach hatte ich eine Schule für 2 Monate und ich hatte die Prüfung geschafft, B1 geschafft. Und Ich habe noch nicht mehr die deutsche Sprache gelernt, aber ich spreche mit Leuten nur einfach. Zuerst sollte ich ich studiere jetzt auf englische Sprache. So, ich sollte eine Berufung machen, B2 in englische Sprache. Ich habe meine Dokumente aus Syrien und ich nur zum Juni ist es zuerst und danach die Operation geht weiter und weiter. Ja, bis die Uni hat mir den Brief geschickt, dass ich einen Platz in der Uni habe. Ich habe im BAföG-Amt mich angemeldet und es dauert einfach 4 oder 6 Wochen, danach kann man das Geld kriegen und weiter für die Wohnung vermieten und das dauert. Ich wohne jetzt in einer WG mit einem Freund, die von meinem Bruder kennengelernt habe. Ja, er ist sehr, sehr nett, und wir sind jetzt sehr gute Freunde. Ja, und ich wohne da und es ist neben der arabischen Straße, so ich fühle mich in Syrien. es ist unterschiedlich zwischen den Modulen. Es gibt mündliche Prüfungen und Schreibenprüfungen und Seminar und Projekt. Ja, aber am Ende muss man ein Projekt machen. Und das dauert 6 Monate. Man kann in dieser Zeit ein Projekt machen und ein Buch schreiben. Ich habe nur Bachelor in Syrien gelernt, im Master. Ich habe gehört, in Syrien die Master ist auch, es gibt Seminare und Projekte, aber ich habe nicht Master da gelernt. Aber ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich. Ähnlich, ja. So, aber es ist noch hier mehr, man kann die Fächer auswählen. In Syrien hat 10 oder 20 Module und man muss das nehmen. Nicht man kann auswählen, was man möchte. Ja. Ich habe nur 3 Module ausgewählt, weil ich hatte zuerst Angst. Aber ich wollte auch die neue Leute kennenlernen, bis ich meine Gruppe finde. Cloud Computing Modul hat 2 Teile. Die erste Teil ist nur für Lesungen. Und jetzt haben wir angefangen mit dem Tutorium-Teil. Und es ist wie eine Gruppe. Jeder hat eine Gruppe. Wir sind
ich bin in einer Gruppe von 5 Leute und wir sind jetzt wirklich Freunde. Ja, und dann kriegen wir die Assignment jede 2 Wochen und dann arbeiten wir zusammen. Ja, und es macht Spaß. Es ist sehr schön. Wir machen etwas sehr Neues und es ist wirklich wichtig, dass man in seinem Leben benutzen kann. Ja, und die anderen 2 Module sind für Lösungen. Ich höre manchmal, es ist schwierig, manchmal ist leicht, aber braucht man immer viel Gas geben. Ich empfehle Ihnen, dass man soll nicht Angst haben. Es ist nicht leicht zuerst, aber kann man das schaffen. Wenn man von draußen guckt, es sieht alles oh, schwierig, ich kann das nicht schaffen. Aber wenn man den ersten Schritt macht, dann kann man weitermachen. Und so, vertrau dir, du kannst das schaffen. Ja.